Pinscher Max Batman außer Kontrolle. Er bellt, schreit und greift andere Hunde an. Wenn es sich nicht bessern sollte, ist unsere größte Sorge, dass der Batman weggegeben werden müsste oder dass wir den verlieren. Und das völlige Gegenteil. Jette, ein Hund auf der Flucht. Sie geht ihren Haltern ständig aus dem Weg, verkriecht sich im Haus und im hintersten Winkel des Gartens. Jette ist ein Hund, den man weder sieht noch hört. Egal was ist, eigentlich haben wir keinen Hund. Zwei sehr unterschiedliche und sehr spezielle Fälle für Andreas Ohligschläger. Willkommen zu Hunde verstehen mit Andreas Ohligschläger. Im Oberbergischen Kreis in Wipperfürth wartet sein erster Fall auf ihn. Wenn kleine Hunde Aggressionsbereitschaft gegenüber Menschen und Hunden zeigen, wird dies häufig nicht ernst genommen. Der Mischling Batman ist keine 30 cm groß und hat bereits ein Kind gebissen. Es wird Zeit, dass ich dort vorbeischaue. Der kleine Batman. Drinnen und draußen kaum zu bändigen. Da er Menschen und Hunde angreift und beißt, trägt er eine Maulschlaufe. Seine Halter Natalia und Jörg sind verzweifelt. Wenn es sich nicht bessern sollte, ist unsere größte Sorge, dass der Batman weggegeben werden müsste oder dass wir den verlieren. Vor 3 Jahren lernten die Nageldesignerin und der Berufssoldat sich kennen. Kurz nachdem Natalia Batman als Welpe über eine Züchterin bekommen hat. Inzwischen sind die beiden verheiratet. Zur Familie gehören auch 3 Kinder. Also als Familie funktionieren wir super. Die Kinder verstehen sich untereinander, die lieben auch den Batman. Aber es ist schwierig, wenn die Kinder dann Besuch bekommen von anderen Kindern, dass der Batman total ausrastet und laut ist und dass man dann auf den Batman Acht geben muss, dass nichts passiert. Batman, ein kleiner Terrorzwerg, der in einem Vogelkäfig schläft, hält Natalia und Jörg seit nunmehr 3 Jahren auf Trab. Und beide wünschen sich sehnlich, dass endlich Frieden einkehrt. Unsere Hoffnung ist einfach, dass der Hund Sozialverhalten kennenlernt, dass er anderen Menschen positiv gegenübertritt und dass keiner mehr von ihm Angst haben muss. Keine einfache Aufgabe für den Hundecoach. Gleich zur Begrüßung zeigt Batman, wer hier das Sagen hat. Doch bevor er darauf genauer eingeht, erregen erst einmal andere Dinge seine Aufmerksamkeit. Da werde ich aber freundlich empfangen von euch. Ja. Wisst ihr, was mir sofort auffällt? Hier ist ein Vogelkäfig für einen Hund. Warum ein Vogelkäfig? Ja, der Batman hatte ein Körbchen gehabt und dann haben wir den Vogelkäfig geschenkt bekommen als zu dekorativen Zwecken. Und irgendwie, als das hier im Wohnzimmer dann stand, hat der Batman seinen Gefallen daran gefunden. Ah, okay. Der fühlt sich da wohl, der geht rein und raus und der schläft, kuschelt sich ein. Und, super, das ist nicht so, also nicht zum Wegsperren. Nein, weil ich habe ja ein Riesenproblem mit Käfigen und mit Wegsperren. Nein. Ob das Vögel sind oder Hunde sind, ist mir egal, die haben im Käfig nichts verloren. Ne? Der kleine Mann hat eine Maulschlaufe an. Er kann mit dieser Schlaufe nicht trinken und nicht häscheln. Doch, das kann funktioniert. Er. Das ist ja? Ja, das ist wirklich kein Problem. Das ist nicht eng eingestellt. Ah, okay. Oder beißen kann er nicht damit? Nein, beißen kann er nicht. Er kann Leckerchen damit, er kann auch trinken. Das ist nicht eng eingestellt oder irgendwas. Super. Die Maulschlaufe, wenn sie richtig eingestellt ist, kann der Hund sie eine gewisse Zeit tragen. Aber bitte nicht zu lange, weil das ist mit so einem Klettverschluss. Der Hund sollte auf jeden Fall häscheln können, trinken können, fressen können. Auch wenn er zubeißt, möchte ich haben, dass es ihm trotzdem gut geht. Ja, natürlich. Weißt du? Das Ziel muss es sein, dass Halter auch ohne solche Hilfsmittel mit ihren Hunden klarkommen. Falls nicht, wäre auch im Falle von Batman ein Maulkorb die bessere Alternative. Als ich hier reingekommen bin, hat Batman mich angebellt, er ist mir hinterhergelaufen, er ist an mir hochgesprungen und wenn er keinen Maulkorb angehabt hätte, hätte er mich auch erwischt am Bein. Dann ist er zu dir gekommen und dann hast du ihn gestreichelt für ein Verhalten, was du nicht in Ordnung findest. Immer ist das der Fall, wenn die Hunde Aggressionsverhalten zeigen oder eben unerwünschtes Verhalten zeigen, dass dann meistens der Mensch hingeht und sie dafür lobt. Eigentlich ziemlich unsinnig. Machen sich viele Leute keine Gedanken drüber. Das ist euer Haus, ihr wohnt hier. Aber der Hund hat sich hier im Flur und an der Türe so aufgeführt, als wäre es seins. Du warst ganz klein, aber er war groß. Neben dir findet er sich in der Rolle wieder, auf dich auch aufzupassen, weil er übernimmt hier eine Aufgabe, die ihm gar nicht zusteht. Das ist nicht in Ordnung. Andreas möchte das Hineinkommen noch einmal probieren. Jetzt sollen Natalia und Jörg dafür sorgen, dass Batman auf seinem Platz bleibt. Und? Nun, er bleibt.
Und Andreas darf sich sogar hinsetzen, ohne angesprungen zu werden. Doch er verleiht seinem Ärger darüber lautstark Ausdruck. Und als Natalia und Jörg dazukommen, möchte er offenbar wieder gelobt werden. Super. Sehr gut hast du das gemacht. Das war genau im richtigen Moment. Einfach weggeschickt. Mir war es auch nicht bewusst, dass das so einfach ist und dass man dann halt, ne, das so schnell umsetzen kann, ohne großartig nachzudenken, sondern einfach machen. Und das macht ihr jetzt immer wieder. Ihr lasst Leute klingeln und lasst die, wenn die den Mut haben, hier alleine reinzugehen, lasst ihr die alleine hier reinkommen. Die sollen sich einfach nur hinsetzen, ihn nicht beachten und dann kommt ihr wieder rein und setzt euch hier hin. Ja. Der Hintergrund ist, dass ich haben möchte, dass er lernt, dass sich andere Menschen hier frei bewegen dürfen, die ihr reinlasst nach dem Klingeln. Weil ihr seid die Chefs. Jetzt habe ich mir hier ein paar Sachen angeschaut und ich würde jetzt gerne mal mit euch rausgehen, um mir das Verhalten von Batman draußen beim Spaziergang anzuschauen. Habt ihr Lust? Gerne. Wunderbar. Da Batman unberechenbar ist und beißt, bleibt die Maulschlaufe sicherheitshalber erst einmal noch an. Jörg bittet eine Nachbarin, mit ihren beiden Hunden auf die Straße zu kommen. Batman kennt sie zwar gut, dennoch rastet er bisher bei jeder Begegnung mit ihnen immer aus. Auch heute. Hallo! Kannst du mal hier vorne stehen bleiben? Da, genau. Ah, okay. Was würdest du jetzt machen? Weitergehen. Du würdest weggehen. Mhm. Gib mal. Bevor Batman losgeht und versucht, die Hunde zu attackieren, müssen wir dieses Verhalten im Keim ersticken. Es nützt nichts, wenn er schon ausflippt, fängt an rumzubellen, ist schon fast an den Hunden dran, wir maßregeln ihn dann. Dann ist er ja im Grunde genommen schon auf der Rutsche. Er rutscht ja schon. Dann kannst du nicht mehr aufhalten. Jetzt übernehme ich die Führung. Super. Also immer am Anfang sofort gutes Timing einsetzen, im richtigen Moment die richtigen Signale setzen und dann klappt das auch. Jetzt soll Natalia lernen, ihrem Hund Grenzen zu zeigen. Ein Lächeln. Los. Komm. Und stopp, stopp. Am besten ist, ihr unterhaltet euch immer über positive Dinge und nicht über die Hunde. Vor allen Dingen nicht über sein Verhalten. Über das Verhalten könnt ihr euch unterhalten. Tschack. Direkt zu der Grenze rein. Versuch mal weniger mit der Leine zu zuppeln, sondern genau. Bleib stehen, bleib wieder stehen. Lass dich nicht auf den Kampf ein. Achso, okay. Nein. Das ist Diskussion wieder. Lässt dich gar nicht drauf ein. Gut. Da bist du viel zu cool. Hast du gar nicht nötig. Okay. Was ich möchte ist, dass du dich hier normal unterhalten kannst, obwohl hier Hunde sitzen. Das ist erstmal für mich das Wichtigste. Das möchten wir auch. Ja. Genau. Sich einfach, die müssen ja nicht miteinander spielen. Nein. Aber dass du wenigstens hier stehen kannst und ihr könnt euch normal unterhalten. Ja. Also so finde ich schon okay. Ja, nee, das ist super. Wir sind nur damit schon sehr, sehr zufrieden. Batman hat verlernt, hündisch zu kommunizieren, weil Natalia ihn aus diesen Situationen rausgehalten hat. Er kann nicht mehr mit Hunden kommunizieren, weil er gar nicht mehr die Möglichkeit dazu bekommt. Was sollen die Hunde da lernen? Das klappt ja schon mal ganz gut hier, wenn wir stehen. Jetzt würde ich gerne losgehen. Jetzt gehen wir mal ein Stückchen zusammen spazieren. Einfach, normal, fast entspannt mit Batman spazieren gehen? Ein kleines Wunder. Aber das ist nur der erste Schritt. Die wirkliche Arbeit für Natalia und Jörg beginnt jetzt erst. Eure Aufgaben. Achte bitte darauf, wenn er dich so belästigt, dann geh nicht drauf ein. Bleib bei dir. Du auch. Gebt ihm nicht zu viel Aufmerksamkeit. Gebt euch mehr Aufmerksamkeit. Und draußen spazieren gehen, am besten mit der Nachbarin. Immer wieder stehen bleiben, sich unterhalten, warten, bis er in die ruhige Energie übergeht. Gemeinsam losgehen und dann wieder neu beginnen. Hat mir richtig Spaß gemacht. Danke uns auch. Wir sehen uns das nächste Mal bei mir. Sehr gerne. Vielen Dank, Andreas. Ja, danke.
Das Revier für Hunde in Eschweiler bei Aachen. Eine Begegnungsstätte für Mensch und Hund. Hier wird Andreas Olischläger zu sehr anschaulichen Mitteln greifen, um zu verdeutlichen, was mit Batman schiefläuft. Sein zweiter Fall führt den Hundecoach nach Siegburg. Hier wird er mit einem vollkommen anderen Problem konfrontiert werden. Wenn Hunde ihre Besitzer meiden, kann dies verschiedene Ursachen haben. Bei der Mischlingshündin Jette ist es so, dass sie zu Hause immer dort ist, wo ihre Besitzer nicht sind. Was ist mit dem Hund los? Ich schaue es mir mal an. Jette. Wenn ihre Halter Hedi und Thorsten ihre Nähe suchen, sucht sie lieber das Weite. Treppe hoch und ab ins Körbchen. Jette ist ein Hund, den man weder sieht noch hört. Ob es klingelt, ob Besuch da ist, egal was ist, eigentlich haben wir keinen Hund. Auch im Garten das gleiche Spiel. Bloß schnell weg und ab in die hinterste Ecke. Doch trotz allem hängen ihre Halter sehr an ihr. Wir machen Hund entweder ganz oder gar nicht. Und Jette gehört zur Familie und die Liebe ist einfach da und Jette gehört zu uns. Da die Hausfrau und der Verwaltungsangestellte echte Tierfreunde sind, schmerzt sie Jettes Verhalten sehr. Wir wünschen uns, dass sie ankommt, zur Ruhe kommt, dass sie einfach hier auch die Liebe annimmt, die wir ihr geben möchten. Das wäre unser größter Wunsch. Kein alltäglicher Fall für Andreas Olischläger. Mir fehlt aber irgendwas. Ja. Jette ist eigentlich nie da. Sie Jette ausgezogen, ist, oder? So in etwa. Jette ist entweder oben oder unten und Jette ist immer da. Wo wir gerade sind, ist Jette nicht. Wie lange ist Jette hier bei euch? Das wird im Oktober 3 Jahre. Ei. Mhm. Und so lange geht das Spiel schon so? Ja. Ist das euer erster Hund oder habt ihr schon Erfahrung mit Hunden gesammelt? Das ist unser dritter Hund. Wir hatten davor 2 Tierschutzhunde auch. Zusammen? Zusammen. Erst den ersten Hund hatten wir 2 Jahre und dann haben wir uns den zweiten dazu geholt. Und alles in allem hatten wir 14 Jahre Hunde, bevor Jette kam. Beide sind fast gleich alt geworden und beide mussten nachher eingeschläfert werden aus Krankheitsgründen. Was glaubt ihr? Was hat sie? Wo kommt sie überhaupt her? Jette kommt aus Italien, ist ein Tierschutzhund. Soll mit ihren Geschwistern als Welpe ins Tierheim gekommen sein, hat da 2 Jahre gelebt, bevor sie dann nach Wuppertal zur Tierschutzorganisation gekommen ist. Und danach war sie dann, da hat sie nur 4 Wochen gelebt mit ganz vielen Hunden und ist dann zu uns gekommen. Kann es sein, dass ihr die Geschwister fehlen? Da ist es. Jette hat für mich eine große Verlustangst. Das heißt, sie ist ja von ihren Geschwistern getrennt worden und das von jetzt auf gleich, nach 3 Jahren. Das bedeutet was. Das macht Stress. Lasst uns mal versuchen, das Naheliegendste anzuschauen, was ihr helfen könnte. Was glaubt ihr, was das ist? Falls du auf einen Zweithund anspielst, ist für uns die Entscheidung gefallen, nein. Aus der Fürsorge heraus, weil wir sind beide über 60. Und irgendwann kann mal bei uns was sein, wo wir uns brauchen. Und dann können wir 2 Hunden nicht mehr gerecht werden. Und wenn ihr sagt, nee, wir wollen keinen zweiten Hund, habe ich vollstes Verständnis dafür. Ich sehe es natürlich immer im Sinne der Hunde. In solchen Fällen kann es helfen, wenn ein zweiter Hund oder sogar ein dritter Hund mit im Haushalt lebt, dass der Hund, der bestehende Hund, der schon da ist, in dem Fall jetzt Jette, sich die Energie von den Hunden holt und nicht von den Menschen. Die Menschen wiederum lernen, ach okay, wenn ich den Hund in Ruhe lasse und die Hunde untereinander kommunizieren und sich gute Energien geben, ja, dann brauche ich gar nicht mehr so viel zu machen. Dann passiert vieles von alleine. Der Coach bittet Thorsten nun, Jette ins Wohnzimmer zu holen. Wobei sich Jette natürlich nicht wirklich holen lässt. Sie geht wie immer einfach nur Thorsten aus dem Weg und damit zwangsläufig nach unten. Jette war schon neugierig. Das habe ich sofort gemerkt. Ich dachte, okay, sie kommt gucken, checkt schon ab. Wer ist das? Was macht der hier? Ich bin dann so ein bisschen hin und her gelaufen, habe mal wieder abgewartet, habe sie immer im Augenwinkel so ein bisschen beobachtet, habe aber auch Hedi und Thorsten im Blick gehabt und merkte, der Fokus war auf den Hund gerichtet. Die beiden konnten nicht wirklich loslassen, waren nicht wirklich in ihrem Haus und bei sich. Sie waren beim Hund. Und dann macht der Hundecoach etwas vollkommen Unerwartetes. Vor allem für Jette. Ein
fremder Mann auf ihrer Decke. Der muss natürlich erst verschwinden, bevor Jette sich dorthin setzt. Doch Andreas kommt zurück, nimmt erneut Platz neben Jette. Und es dauert kaum eine Sekunde, da nimmt sie wie gewohnt Reis aus. Aber plötzlich legt sie sich direkt neben den Hundecoach. Ich war sehr überrascht. Sie war neugierig und ist sogar noch ins Körbchen gegangen und hat sich hingelegt. Also Hut ab. Na, also das ist wahrscheinlich die Aura vom Andreas. Und Andreas geht sogar noch einen Schritt weiter. Er berührt und streichelt Jette. Das hatte sie bei Hedi und Thorsten bisher niemals zugelassen. Da war irgendwie wie ein Seil zwischen den beiden und wie magisch. Und das war sofort jemand wie, der versteht mich und an den halte ich mich. Und das hat sie auch rübergebracht. Das ist unglaublich. Liegt die denn jetzt? Oder, ja, oder? Klar, liegt die. Oder sitzt? Ich fass die auch an. Ist ja nicht normal. Doch, doch. Darf ich mal gucken? Nee. Du bist schnell. Du bist schon 3 Schritte voraus. Ja. Du darfst lernen, dich in Geduld zu üben. Thorsten und Hedi sollen nicht näher kommen. Und es heute auch noch nicht selbst ausprobieren. Und dafür hat der Coach seine Gründe. Ich wollte jetzt nicht haben, dass Thorsten oder Hedi das sofort umsetzen. Das konnten sie gar nicht. Warum? Die machten das nicht seit 2,5 Stunden so. Seit 2,5 Jahren. Wenn ich da gesagt hätte, so, und jetzt mach mal schnell. Nee. Also ich hatte schon die richtige Energie dabei. Aber Thorsten und Hedi konnten nicht so schnell den Schalter umstellen. Und genau deswegen habe ich sie nicht in diese Aufgabe geschickt. Alles braucht seine Zeit. Unfassbar. Hedi und Thorsten erleben, dass Jette auch ganz anders sein kann. Jetzt liegt es an ihnen. Also ich fasse sie an, aber ich gucke sie nicht an. Ich spreche sie nicht an und ich schicke ihr nicht rüber, dass ich einen Anspruch habe. Ich habe keinen Anspruch, wenn ich mich in den Korb setze. Den einzigen Anspruch, den ich habe, ist, dass ich mich in den Korb setzen will. Ich mache das aber nicht, damit der Hund Nähe zu mir aufbaut. Dann interessiert mich von mir, das kannst du auch aufstehen. Ich setze mich trotzdem wieder dahin. Nicht bedrängen. Hinsetzen wie da und gut ist. Und gut ist. Nicht bedrängen. Nee, ich habe nichts außer meine Energie. Sonst nichts. Ja. Und das scheint sie zu mögen. Ja. Eine Haltung. Ja, das ist eine Haltung. Das ist meine Lebenseinstellung, das ist meine Philosophie. Ja, ich mag das, ja. Das ist alles. Chapeau. Es war der Moment, wo wir begriffen haben, es geht. Er hat uns gezeigt, dass wir uns ändern müssen, damit die Jette ankommt. Und das hat er so bildlich in den paar Sekunden dargestellt, dass uns klar war, wenn wir da konsequent sind, kommt Jette hier auch an. Auch draußen möchte sich Andreas noch kurz Jettes Verhalten anschauen. Und auch hier geht sie sofort wieder auf Distanz. Was die These des Hundecoaches bestärkt. Es braucht hier einen Schlussstrich und dann einen Neuanfang. Das Alte lassen wir jetzt einfach mal Stück für Stück los. Tut ihr mir den Gefallen? Hab verstanden. Ich habe im Grunde genommen nur eine Aufgabe für euch. Weniger ist mehr. Ignoriert einfach euren Hund. Aber nicht fürs Hundetraining, sondern gebt euch mehr Aufmerksamkeit. Beim nächsten Mal sehen wir uns in meinem Revier für Hunde. Freue ich mich schon. Wir freuen uns auch. Alles wir freuen uns vielen auch. Lieben Super. Dank. Dankeschön. Danke. Komm, wir bringen dich noch nach draußen. Ja, danke. Ja, die kommenden Wochen sind einfach Zeit, um zusammenzuwachsen. Das ist eine Aufgabe, die kriegen wir hin. Die kriegen wir hin. Jetzt lass uns mal nicht den Mund zu voll nehmen. Ne? Im Revier für Hunde wird Andreas Olischläger Jette mit einer großen Anzahl Hunde konfrontieren. Wird sie erneut die Flucht ergreifen? Natalia und Jörg sind mit ihrem Pinscher-Mix auf dem Weg zu Andreas Olischläger. Batman, ein kleiner Hund, große Probleme. Batman ist ein Hund mit Aggressionsbereitschaft, sowohl bei Menschen als auch bei Hunden. Ich erlebte ihn zu Hause sofort von seiner besten Seite. Er hat im Wohnzimmer sein Verhalten gezeigt und er hat auch beim Spaziergang ganz klar demonstriert, ich lasse keinen zu nah an mich und an Natalia ran. Was hat sich seitdem getan?
Andreas fällt sofort eine ganz entscheidende Veränderung auf. Warum hat er keine Maulschlaufe mehr an? Wir dachten, wir versuchen das mal ohne. Seit heute, oder? Nein, wir haben zwischendurch langsam angefangen, aber danach hat das funktioniert. Deswegen braucht er auch den Maulkorb nicht. Das habt ihr verändert? Und warum, glaubt ihr, klappt das jetzt besser? Ich weiß nicht. Wir haben ganz viel täglich trainiert. Ja. Und das ist das Ergebnis. Ich wollte jetzt natürlich auch sehen, wie ist er denn jetzt, der kleine Batman? Ist er immer noch so giftig oder hat er sich wirklich beruhigt? Hat er sich wirklich verändert? Ich wollte spazieren gehen. Ich wollte eine Hundebegegnung. Ich wollte Batman live erleben. Und das Live-Event findet auf einem Waldweg in der Nähe des Reviers statt. Mitarbeiterin Jenny kommt mit Rüde Lucky hinzu. Ob Natalia und Jörg nun den angriffslustigen Batman im Zaum halten können? Bei der ersten Begegnung war mir sofort klar, hier hat sich nicht wirklich viel verändert. Es war deutlich zu erkennen, dass er sofort wieder in die Leine reinging, laut war. Natalia war sofort wieder in dieser Energie drin. Sie war sehr gestresst, der Hund war gestresst. Jörg konnte auch nicht mehr eingreifen, also nahm das Übel wieder seinen Lauf. Ich bitte die Jenny, noch mal an uns vorbeizugehen. Bitte schön. Jenny, komm noch mal zurück, bitte. Und bleib mal stehen. Bleib einfach mal stehen. Bleib stehen. Geh mal ein Stück weg. Batman braucht Natalia, um eben sein unsoziales Verhalten auszuleben. Das hat man oft bei so kleinen Hunden, die so rotzefrech sind an der Leine. Wenn die Mama oder der Papa nicht dabei sind, dann sieht die Welt ganz anders aus. Und dann wird man tatsächlich irgendwann so klein. Komm wieder näher. Und einfach wieder stehen bleiben. Und wach. Guck mal, der macht die ganze Zeit so. Ja. Ich mach Stress. Ich mach Stress. Ich mach Stress. Ich mach Stress. Und ihr müsst ruhig bleiben. Ja, lächeln. Lächeln, genau. Da war noch viel Luft nach oben, weil Batman ist ausgeflippt. Und nicht nur einmal. Aber Natalia hat sich auch wieder anstecken lassen. Das ist aber normal. Das braucht jetzt einfach auch Zeit. Es gibt nicht immer nur die Fortschritte. Es gibt dann auch die Rückschläge. Ist nicht schlimm. Davon lernt man auch wieder. Und daraus kann man dann auch wieder neuen Mut fassen. Nach diesem etwas frustrierenden Erlebnis geht es zurück ins Revier. Andreas möchte Batman resozialisieren. Und dazu braucht es ganz viele Hunde. Denn den richtigen Umgang mit Hunden lernen Hunde am besten von Hunden. So, ich werde jetzt erst mal einen Hund hereinlassen und nachher vielleicht auch mehrere Hunde, aber ihr lasst die Hunde in Ruhe. Mhm. Ihr sprecht die nicht an, ihr fasst die nicht an und ihr fixiert die auch nicht. Und mit ihm auch nicht sprechen? Mit ihm auch nicht sprechen, gar nichts machen. Einfach in Ruhe lassen. Ihr braucht nur zu beobachten. Ja. Gut, okay. Leihen doch einfach Batman mal ab. Batman wirkt nervös, fast unsicher und schaltet dann sofort auf Angriff um. Und aufmachen. Doch als es dann zum direkten Kontakt kommt, sucht Batman plötzlich das Weite. Batmans Verhalten zeigte mir ganz deutlich, ach, da ist ein anderer Hund, ich renn mal hin, mach Randale, geh wieder zurück und such wieder Papa und Mama. Typisches Verhalten, hat er zu Hause auch gezeigt. Ne? Immer nach vorne, Randale, Randale und dann wieder, ich muss wieder raus aus der Situation, weil Mama ist ja nicht dabei, also kann ich das Ding auch nicht zu Ende bringen. Jetzt hat er Stress. Ihr merkt, wie unsicher er ist. Umso lauter er ist, umso unsicherer ist er. Weil jetzt kommen ja immer mehr Hunde. Aber er steht ja bei euch unter eurem Platz und bellt. Er will die anderen Hunde von euch weghaben. Mhm. Ne? In dem Fall ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns nicht auf das Bellen des Hundes einlassen. Dass man souveräne Hunde in so eine Situation mit reinbringt, die ihm dann zeigen, dass er sich entspannen kann. Andreas bittet Natalia, ein paar Schritte mit ihm zu gehen. Und auch jetzt weicht Batman nicht von ihrer Seite, als wollte er sie bewachen. Und dann eskaliert die Situation. Er greift einen doppelt so großen Hund an. Passiert sowas draußen auf der Straße und er macht das bei dem falschen Hund, begibt er sich in Lebensgefahr.
Wenn man sich jetzt überlegt, dass dieses Verhalten daraus resultiert, dass Natalia ihn die ganze Zeit behandelt hat wie ein Baby, ist es nicht Batmans Schuld. Es ist auch nicht Natalias Schuld, weil die hat es aus Liebe gemacht. Aber mit welchem Ergebnis? Batman begibt sich für Natalia in Lebensgefahr. Das ist nicht normal. Der hat ja Glück, dass sie alle so entspannt sind. Ja, ja. Sonst wäre er tot. Das stimmt. Sonst wird so ein großer Hund wie Marie oder Lucky sich ihn schnappen, einmal durchschütteln, Ende. Mhm. Er begibt sich in Lebensgefahr, ne? Ja. Durch sein Verhalten. Und es geht sich die ganze Zeit nur um dich. Er macht die ganze Zeit diesen. Guck mal so. Findest du es schön? Nein. Das ist nicht schön, oder? Mhm. Das ist auch nicht schön, oder? Nein. Entschuldigung. Nein, alles gut. Natürlich verstehe ich, dass das verkehrt ist, dass der Hund auf einen aufpasst. Schließlich bin ich ja die Größere. Und ja, dadurch, dass der Batman sich auch in solchen Situationen in Lebensgefahr begibt, finde ich das gar nicht lustig und in Ordnung. Ihr merkt, er springt euch die ganze Zeit an. Das heißt, er ist überfordert mit der Situation. Er kann nicht in die normale Kommunikation mit Hunden gehen, knuttert nur rum, springt euch an, weil er damit überfordert ist. Mhm. Batman ist nicht souverän und versucht dann, die Führung zu übernehmen. Das kann ja nur in die Hose gehen. Das kann nicht gut gehen. Deswegen, Jörg und Natalia dürfen lernen, noch mehr bei sich zu sein. Du hast einfach im Vorfeld viel zu viel Batman hier und Batman da. Und das ist ja meine kleine Maus, ist ja mein Baby, ist ja mein Schatz. Und dein Baby ist aber so drauf, dass es sich hier mit zig Hunden anlegen möchte. Ja. Was glaubt ihr, was ihr jetzt für Hausaufgaben braucht? Dass wir Hunde suchen müssen und mit denen so trainieren. Ja, weitermachen, die Nachbarn mit einbeziehen, Hunde mit einbeziehen, die Kinder mit einbeziehen und weiterhin fleißig sein. Gut, gut? Machen wir. Ja. Ich freue mich auf meinen nächsten Besuch bei euch. Ja, wir freuen uns auch. Ich bringe euch noch raus. Okay. Kommt. Es gibt noch viel zu tun für Natalia und Jörg. Und schon in 2 Wochen sehen sie Andreas wieder. Hedi und Thorsten sind mit Mischlingshündin Jette ebenfalls auf dem Weg ins Revier. Und immerhin sieht man die drei hier mal gemeinsam. Ansonsten meidet Jette ja ihre Halter. Jette ist ja ein Hund, der ungern Kontakt zu seinen Menschen aufnimmt. Und das zu Hause in der Wohnung. Das ist für die Besitzer echt eine Katastrophe. Ich glaube, dass ich im Revier für Hunde Jette von ihrer Seite kennenlernen werde, die auch Thorsten und Hedi so noch nicht kennen. Weil Hunde geben Hunden die Möglichkeit, sich zu entfalten. Selbst ängstliche, unsichere Hunde blühen im Revier für Hunde auf. Ich bin so neugierig. Ja, Jette hat sich sehr, sehr positiv entwickelt, hat viele kleine Schritte gemacht, aber alles in allem sehen wir, dass es ihr besser geht. In der kurzen Zeit. Hat er sich verändert? Wir alle haben uns verändert. Super. Wir haben deine Tipps wirklich sehr beherzigt. Sehr wir schön. Diskutieren nicht mehr. Es ist so und aus. Und für uns ist das die Hilfe für Jette, aber auch für uns. Sehr schön. Und es funktioniert wirklich in ganz vielen Dingen. Im Fall von Thorsten und Hedi war es so, dass ich gespürt habe, ja, sie wollten sich verändern und sie sind mitten im Prozess der Veränderung. Das hat mir eine Erleichterung gegeben, auch für Jette. Als ich bei euch war, haben wir ja über einen zweiten Hund gesprochen. Habt ihr da noch mal drüber nachgedacht? Wir haben anfangs nur darüber nachgedacht, dann hat sich der Gedanke verfestigt, dann bin ich auf Tierschutzseiten gewesen. Aber wir wollen mit ihr noch etwas sicherer werden. Und Thorsten geht bald in Rente. Und dann denke ich, wird es wieder einen zweiten Hund geben, ja. Super. Wir machen mir jetzt heute Morgen nur Gänsehaut die ganze Zeit. Das ist so ein Dominoeffekt, oder? So, wir verändern uns, der Hund verändert sich, dann stößt man wieder neue Türen auf, man hat wieder neue Möglichkeiten. Ich finde das so stark und vor allen Dingen so stark, dass ihr wieder nach einem Hund aus dem Tierschutz guckt. Geht ja gar nicht anders. Danke, danke, danke. Ich möchte euch heute und auch der Jette die Möglichkeit bieten, viele Hunde zu fühlen. Der Hintergrund ist, dass ich schauen möchte, sucht sie dann irgendwann in der fremden Umgebung, bei den fremden Hunden, den Kontakt zu euch oder nicht? Kommt mit. Ja, das machen wir. Es geht zu einem kleineren Bereich im Revier. Dort warten schon Andreas Mitarbeiter mit mehreren Hunden auf Jette, die sich schwer beeindruckt zeigt. So, erstmal schnuppern lassen.
Jette wird kurz von den anderen Hunden eingenordet und sie benimmt sich als Neuling hier erstmal entsprechend unterwürfig und damit völlig angemessen. Jettes Verhalten zeigte mir, sie weiß, wie man sich bei Hunden zu verhalten hat. Mein Augenmerk war mehr auf Thorsten und Hedi gerichtet. Bleibt mir jetzt bloß von der guten Energie Jettes fern. Wir gehen direkt mal ins Coaching, ja? Jetzt könnte man ja sagen, guck mal, unser Hund, der hat die Rute zwischen den Beinen. Und du würdest sagen, Jedet? Hast du, nee, ich glaube, komm Hedi, wir gehen wieder raus. Das ist zu viel für Jette, das schafft sie nicht. Ja. Und dann erzieht man den Hund dahingehend, dass er unsicher wird. Bestärkt man. Man bestärkt das Ganze. Mhm. Die Hunde im Revier für Hunde tun dies genau nicht. Die nehmen Jette einfach so, wie sie ist. Jette nähert sich vorsichtig. Doch nach wenigen Augenblicken ist sie ganz einfach ein Hund unter Hunden. Ich habe die ganzen Hunde da am Zaun stehen sehen. Und da habe ich gedacht, die zerfleischen die Jette, wenn wir da reingehen. Aber die ist da reingegangen, dass ich gelernt habe, ja, alles ist gut. Und das ist das Ergebnis, was wir uns so gar nicht erhofft haben. Das ist der Hammer. Sehr schön. Das ist echt der Hammer. Ja. Die erkundet, die geht in jede Ecke. Das ist also... Das ist ein Traum. Super. Schön. Wir bleiben. Ihr bleibt? Wir bleiben. Nee, wir gehen. Wir bleiben nicht hier. Wir gehen jetzt auf die Wiese. Wir gehen jetzt ins Grüne. Jette verhält sich, als hätte sie schon immer dazugehört. Ein vollkommen neuer Anblick für Hedi und Thorsten. Ein Anblick, der bei beiden sichtlich für Glücksgefühle sorgt. Wie geht's euch? Sehr gut. Lernt ihr auch was hier? Ja. Loszulassen. Loslassen? Ja. Okay. Ja. Was lasst ihr denn los? Ja, Jette einfach Jette sein lassen. Ne? Sie fühlt sich hier wohl, sie hat die Rute oben, kommt mit den Hunden klar, spielt. Also sensationell. So haben wir sie noch nicht erlebt. Auch Hedi und Thorsten gönnen sich jetzt die einmalige Gelegenheit, förmlich in Hunden zu baden. Und siehe da. Je mehr sich die beiden den anderen Hunden zuwenden und Jette links liegen lassen, umso mehr wecken sie Jettes Interesse, die jetzt aktiv die Nähe ihrer Menschen sucht. Ein bewegender Moment. Dass sie jetzt hier zu mir gekommen ist und ich konnte sie richtig lange streicheln, das macht sehr glücklich. Das ist das, warum wir hier sind. Ja, also dass es dem Hund besser geht und letztendlich auch uns. Das war für mich auch ein ganz tolles Erlebnis und das gibt mir auch Selbstbewusstsein und ich finde, dass die Jette mir gegenüber sich auch öffnet. Ist das schön? Sehr schön. Herrlich. Das war Hundebaden. Oder? Ich merke, das berührt euch emotional, ja. Oder? Ich meine, so viel gute Energie von Hunden. Sie ist auch ein paar Mal, Jette ist ein paar Mal zu dir gekommen, hast du gemerkt? Mhm. Gerade bei mir auch, zu dir ist sie auch gekommen, lässt sich auch anfassen. Ja. Super. Ihr habt schon so viel Fortschritt gemacht, ich hab's schon gemerkt, als ihr reingekommen seid. Da war mir schon klar, ja, ihr habt's verstanden. Und ihr habt es auch sofort umgesetzt. Macht bitte einfach so weiter. Euer Hund ist ein völlig normaler Hund, da sind keine Verhaltensauffälligkeiten zu erkennen bezüglich Hunden. Macht bitte noch ein paar Handyvideos, weil... Wenn ich nächstes Mal zu euch komme, würde ich gerne sehen, ob ihr wieder weitere Fortschritte gemacht habt. Würde ich mich riesig freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder in eurem Revier. Ich bringe euch noch nach vorne. Vielen lieben Dank für alles. Gerne. Danke. Andreas Ohlich Schläger ist zurück im oberbergischen Wipperfürth. Hier sorgt Pinscher Mix Batman bei seinem ersten Besuch für ordentlich Radau. Er schnappte, bellte hysterisch und griff Menschen und Hunde an. Das Training war oft frustrierend, denn Batman war nach wie vor ausgesprochen angriffslustig. Kann sich nun, zwei Wochen nach dem Revierbesuch, tatsächlich etwas verändert haben? An der Tür und im Flur herrscht zumindest erstmal Ruhe. Da sitzt er ja, der kleine Schelm. Und, wie läuft es? Ich würde sagen, gut. Gut. Es läuft gut. Wie kommt es? Hey, ja, Tag, Freund. Hallo. Was ist das denn? Ja, freut sich zu sehen. Neuer Batman? Ja, mein Schatz, was ist denn hier los? Eigentlich ist Andreas kein Freund stürmischer Hundebegrüßungen.
Bei Batman allerdings ist dies im Vergleich zum ersten Besuch eine sehr positive Entwicklung. Ich war wirklich schwer beeindruckt, weil beim ersten Besuch hatte ich eher so das Gefühl, ich will mit dem Hund nicht so viel zu tun haben. Jetzt hat Batman mir echt gute Laune gemacht. Ich hatte richtig Bock auf Batman. Was ist das Rezept, dass dein Hund sich so oder euer Hund sich so verändert? Ich beachte den Batman weniger. Also wir alle halt, ne? Die Kinder ziehen dann auch mit. Und ja, somit mache ich auch weniger mit Batman als davor. Ich habe damit nicht gerechnet, dass das sich so schnell umschlägt und dass der Batman sein Verhalten so schnell ändern kann. Aber ich habe es gehofft, innerlich sehr, sehr stark gehofft und es freut mich sehr. Wie sind die Begegnungen mit anderen Hunden? Seid ihr noch mal zusammen spazieren gewesen? Auf jeden Fall, das machen Klappt wir. Klappt das? Ja, jetzt wetterbedingt nicht jeden Tag. Ja. Halt, ne? Schon mal ist das jeden zweiten Tag oder okay. Dann ganz kurz. Aber wir trainieren Super. Regelmäßig. Sollen wir uns das mal anschauen? Genau. Gerne. Alles klar, kommt, gehen wir. Nun ist der Coach echt gespannt. Und Natalia ruft nicht nur eine, sie ruft drei Nachbarinnen an, um sie mit ihren Hunden hinzuzubitten. Mutig, denn erst wenige Wochen zuvor reichte bereits ein Nachbarshund, den Batman gut kannte, um den Pinschermix in Rage zu versetzen. Und heute? Ich glaube, der freut sich. Kann das sein? Ja. Guck mal. Hi. Super. Hallo. Hi. Hallo. 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 Na, grüßt euch. Das ist aber schön. Ja, das sieht gut aus. Hey, das sieht total klasse aus. Wie ist das möglich? Das gibt's auch gar nicht, oder? Wenn ich jetzt sehe, wie der die Hunde begrüßt, habe ich Gänsehaut, weil vor ein paar Wochen sah das noch ganz anders aus. Überhaupt kein Vergleich mehr. Kein Stress, kein Bellen, kein Knurren, gar nichts. Das war richtig gut. Ja, wenn ihr Lust habt, warten wir kurz einen Moment und dann können wir die Gang kurz ableihen zum Spielen. Mhm. Ja, habt ihr Lust? Ja. Ja, wunderbar. Dann bitteschön. Auch im Revier für Hunde ließ Andreas Batman vor zwei Wochen frei mit anderen Hunden laufen. Hier klebte der kleine Rüde an seinen Besitzern und versuchte mit allen Mitteln, seine Artgenossen vor allem von Natalia fernzuhalten. Jetzt jedoch ein vollkommen anderes Bild. Offenbar hat allein das Nichtbeachten von Batman dazu geführt, dass sich der kleine Pinschermix endlich entspannt und hündisches Verhalten zeigt. Ich brauche euch keine Hausaufgaben mehr aufzugeben. Nein, nein. Ihr habt jetzt alles, was ihr braucht. An euch ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr so mitgewirkt habt. Ach, da kommen mir schon fast die Tränen, weil ich finde das so wichtig, dass es Menschen gibt, die so helfen, weil sonst hätte Natalia keine Chance gehabt. Sie hätte keine Chance, sie würde nur alleine spazieren gehen und Batman würde auch nur alleine spazieren gehen. Danke, danke, danke an euch. Ja, hier ist jetzt meine Reise fürs Coaching zu Ende. Wenn du irgendwann noch mal Schwierigkeiten hast, meld dich und ihr trefft euch einfach immer regelmäßig und geht zusammen spazieren. Ja. Sollen wir gehen? Ja. Alles klar, komm. Andreas ist nun auch zurück in Siegburg, auf dem Weg zu Hedi, Thorsten und Mischlingshündin Jette, die immer auf der Flucht vor ihren Haltern war. Stets floh sie in die hintersten Ecken. Die beiden sollten lernen, Jette nicht zu bedrängen und sie loszulassen und sich im Haus frei und selbstbewusst zu bewegen, damit Jette die Chance bekommt, auf sie zuzukommen. Hallo Andreas. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Morgen, komm rein. Bei Andreas erstem Besuch hatte sich Jette wie üblich ins erste Stockwerk verzogen. Und heute? Jette liegt entspannt in ihrem Körbchen und rennt nicht mehr durchs Haus und bleibt wirklich liegen. Und wenn du Glück hast, kommt sie nachher auch sogar noch zu dir und schnuppert an dir. Bei euch, macht sie das bei euch beiden oder nur bei dir oder nur bei dir? Also? Liegen bleibt sie komplett bei beiden. Okay. Und schnuppern kommt sie halt nur, wenn Besuch da ist, Familie oder so. Ach, okay. Und dann kommt sie die begrüßen und geht dann wieder in ihr Körbchen, legt sich hin und schläft sogar. Also sie macht keine Anstalten, jetzt in Hektik oder in Panik zu versuchen, nach oben zu kommen oder so. Sie hat das jetzt akzeptiert. Wir haben sie beobachtet. Sie macht schon mal hin und wieder einen Kontrollgang. Ja, das ist so. Und zwar, man geht nach oben, macht irgendwelche Sachen, dann kommt sie hinterher.
Okay. Aber dann, sobald ich da wieder runterkomme oder die Jedi, geht sie wieder nach unten. Ach, okay. Und legt sich wieder unten hin. Okay. Es läuft super. Sie spielt hier im Garten. Wir hatten vorige Woche ein Erlebnis, da war ihre Hundefreundin hier. Und ich habe ein Video gedreht, die haben da vorne auf der Wiese getobt, gespielt, die haben geschmust. Ich will das Video sehen. Ich habe das da. Das ist, wenn Yeti hier spielt und tobt und sich freut. Das ist unbeschreiblich, ein ganz anderer Hund. Das ist nicht wahr, ne? Ja. Das ist nicht wahr. Ich erinnere mich noch an meinen Besuch bei euch. Wir waren im Garten und sie stand irgendwo so in der Ecke und sagte, oh, irgendwie ist das Geräusch zu viel. Hör mal. Ich bin baff, ne? Das berührt mich emotional, weil es einfach Freiheit zeigt. Der Hund wird freier. Er lebt ein normales, hündisches Leben. Ein Hund, der ständig in der obersten Etage liegt und nicht mehr am Leben teilnimmt, ist kein glücklicher Hund. Und wenn das die Menschen erleben, ja, dann sind die irgendwann auch total gefrustet. Jetzt bin ich natürlich ganz neugierig, ob du dich jetzt in den Korb setzen kannst und ob Jette liegen bleibt. Würdest du mir das mal zeigen? Ja, gerne. Ja, super. Komm, wir probieren mal. Wird Jette, die immer auf Distanz ging, es wirklich zulassen, dass Thorsten sich neben sie setzt? Tatsächlich. Und Jette lässt sich sogar von Thorsten streicheln. Ja, wenn mir das einer vor ein paar Wochen erzählt hätte, hätte ich gesagt, ja, glaube ich, da habe ich keine Chance. Ne? Aber man muss es öfters machen, man muss jeden Tag 3, 4, 5, 6 Mal hingehen. Die Routine, die macht. Das sind diese kleinen Schritte, die irgendwann zur Selbstverständlichkeit werden. Das ist super, das ist sehr gut. Wenn Menschen es schaffen, sich zu verändern und das auch zulassen und da wirklich konsequent dranbleiben, dann gibt es Erfolge. Die beiden haben gezeigt, verändert sich der Mensch, verändert sich der Hund. Und dann hat Hedi noch eine ganz besondere Überraschung für Andreas. Was ist das denn? Ja, Linda. Linda. Und wo kommt sie her? Aus Rumänien. Eine total süße und die soll gut drauf sein, auch ein bisschen, sehr viel spielen und so. Und wir haben gedacht, ja, das wäre ein Hund, der ein Zuhause brauchen könnte. Noch vor wenigen Wochen war es für Hedi und Thorsten unvorstellbar, sich einen zweiten Hund anzuschaffen. Dies scheint sich nun geändert zu haben. Wieder einer, der ein neues Zuhause findet. Genau. Das berührt mich. Und wenn sie hier eins sieht, dann ist es nicht nur eine Bereicherung für Jette, sondern es ist auch eine Bereicherung für euch. Weil ein Hund, viel gute Energie, zwei Hunde, noch mehr Energie. Ja. Noch mehr gute Energie. Ich bin total stolz auf euch. Seid ihr es bitte auch. Und wenn du schon mal in den Korb gehst und sie läuft wieder raus, ja, dann ist es so. Wenn sie schon mal ihre Phasen hat, dass sie nicht will, ist auch so. Feiert aber die Erfolge. Feiert die Momente, wo es alles gut klappt. Und feiert euch, denn ihr habt es echt verdient. Das war's. Vielen lieben Dank für eure Mitarbeit und für die tolle Zusammenarbeit. Dankeschön, Andreas. Wir bringen dich noch mal raus. Alles klar, okay. Auch in den folgenden Wochen blühte Jette immer weiter auf. Das ausgelassene Spiel mit dem Nachbarshund gehört inzwischen zum Alltag. Und vielleicht wird schon bald ein zweiter Hund sein neues Heim bei Hedi, Thorsten und Jette finden.